Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem kleinen Survival Guide. Diesmal als Übertragung, weil das halt Matzes Spielcharakter ist und nicht meiner und Matze einfach nicht gerade die Leistung hat zum Aufnehmen. Deswegen machen wir es jetzt über Spielübertragung. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Der Matze spielt den Survival Hunter, aktuell der schlechteste, also einer der schlechtesten Builds, der gespielt wird in Dragonflight. Und wir haben ihn ja angeteasert und ich übergebe daher an Matze und wünsche euch viel Spaß. Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Servus! Wie schon der Mücke gesagt hat, Survival Hunter steht jetzt am Start. Das sind jetzt meine Werte. Bin jetzt bei knapp 390. Solide bisschen der Plus gegiert, etc. Und wie man jetzt hier sieht, das ist ein Add-on, was ich gerne nutze, um zu zeigen, was genau für Werte etc. man hat. Da kann man das besser sich angucken, ne? Man sieht, dass ich auf Crit-Tempo sehr stark gehe, weil der Hunter immer auf Crit-Tempo angewiesen ist. Ne? Tempo wegen den Fokusstelle zu regenerieren, Ablenkzeit zu verkürzen, um den Crit, ist ja klar, um hohen Schaden reinzuhauen. Dann kommt die Meisterschaft, das immer halt dein Begleiter und auch deine Dot-Fähigkeiten, Bomben, immer halt auch den erforderlichen Schaden reinhauen. Ne? Die Vielseitigkeit ist nur da, dass du ein bisschen weniger Schaden bekommst und dass du mal halt auch deinen Heal, den du hast, ein bisschen verstärken tust, maximal 5%. Ne? Crit, Tempo, Meisterschaft, das sind deine Werte. Ich baue mich mal so auf, ich baue mich auf knapp 30% Crit auf. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel Crit, meiner Meinung nach, weil Tempo, Meisterschaft will ich jetzt ein bisschen höher kriegen, kommt aber automatisch, sobald ich mal halt auch höheres GS habe. Wie man sieht, dass ich noch zwei blaue Items habe. Das wird aber bald weggehen. Ich habe noch nicht die besten Trinkets, die ich mir gerne erhoffe. Die zeige ich euch auch dann. Und jetzt fangen wir mal an. Was bekommt ihr, wenn ihr das Vierer-Set habt? So. Das Vierer-Set besagt, dass ihr der Schaden von Mungobis zerlegt, Schlachten um 15% erhöht ist. Ne? Und der Vierer-Set besagt, dass man 20% die Chance hat, dass wenn du Munge bist, zerlegen oder schlachten, spammen tust, dass du dann den kostenlos bekommst und dass er 50% mehr Schaden macht. Das ist für Single-Target sowie AOE einfach immens stark. Wirklich immens stark ist das. Ne? Man holt sich eine Zweihandwaffe und dann gib ihn. So. Dann habe ich mir den Hals genommen. Der ist mal sehr, sehr stark für jede DD-Klasse, meiner Meinung nach, ne? Ist der eben halt sehr, sehr stark wegen dem Proc gleichzeitig, den drei Slots. Ja. Waffenverzauberung habe ich mir die wehende Hingabe ausgesucht. Wahrscheinlich noch verbesserungswürdig, aber ich habe bis jetzt nichts Besseres gefunden oder gesehen. Wenn ihr da was Besseres habt, schreibt es in den Kommentaren oder sagt es mir. Würde ich mich freuen. Und von meinen Trinkets her habe ich erstmal die Rätselbox bekommen. Diesmal für, ja, die ist okay. Obwohl Bloodman jetzt sagt, die ist die stärkste. Aber naja, Betrachtungssache. Die Spielweise ist mal sehr kurios. Man muss sie vorher aktivieren und dann kannst du drauf gehen. Die ist nicht sofort da. Was immer halt sehr lustig ist für M+, ist die Dunkelmond-Karten-Set. Ne? Wenn einer kurz vor Tod ist, haust du die rein und machst einen schönen AOE. Es ist lustig, aber auch nicht das Stärkste. Aber man versucht sich ja eben halt, das von Item-Level ein bisschen höher zu kriegen, wenn man keinen Loot-Lack hat. So. Das erstmal so jetzt ein bisschen was von meiner Ausrüstung. Jetzt kommen wir zu meiner Skillung. Meine Skillung, die ist für M+, sowie für Raid-Nutzer. Ne? Ja, zur Zeit. Für Raid werde ich wahrscheinlich noch mehr in späterer Zukunft was vielleicht eventuell was Besseres einfallen. Da muss ich mir noch mal ein bisschen ein paar Sachen noch mal angucken. Aber im Jägerpunkt ist automatisch der Tötungsbefehl drin. Damit bauen wir ja unser Fokus auf. Dann was sehr, sehr wichtig ist, ist der tödliche Schuss. Kommen später drauf, warum, weshalb, wieso. So, tödlicher Schuss nehmen wir mit. Dann nehmen wir den, dass der kritische Schaden vom tödlichen Schuss erhöht ist um 25%. Rückzug befreit euch aus sämtlichen Bewegungseinschränkungen, ist auch sehr, sehr stark für M+, für Raid etc. Wenn ihr gefesselt werdet, einfach Rückzug, zack, und dann könnt ihr euch mit der Harpune wieder ranschlagen. Richtig geil.
So, dann haben wir hier den Maulkorb, das ist euer Interrupt, ne? Dann haben wir hier natürliche Heilung pro 12 verbrauchte Fokus, wird verbleibende Abwesenheit von Freudentaumel um 1% verringert. Dann haben wir auch die Irreführung geskillt, was immer halt für M Plus sehr wichtig ist, weil wenn man zu hohen Schaden reinhaut, man kennt das, man kriegt die Aggro und somit kann man das als Hunter verhindern. So. Die Terfalle ist auch geskillt. Fürs Kiten, für die Geister ist man halt immer sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Einfangen, dass die Terfalle, wenn wir, wenn eure Terfalle aktiviert wird, werden alle Gegner in euren Effektbereich für 4 Sekunden bewegungsunfähig, erlitt nur Schaden, kann diesen Effekt aufheben. Für eine Sekunde bleiben die oder Millisekunde bleiben die kurz stehen, dann laufen die erst weiter. Das hilft schon enorm. Was halt auch sehr wichtig ist, ist einfühlender Schuss. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn die Leute, einen Powerschub bekommen, wenn sie aggressiv werden, kannst du es runternehmen. Wenn sie einen Zusatzschild bekommen, kannst du den sofort wegnehmen. Hallen der Tapferkeit zum Beispiel, die Elite, diese Blitze rausballern, ich komme gerade nicht auf den Charakternamen, dann kannst du das Schild wegnehmen. Angriff von Noctuk, die kleinen Geister, kannst du einen direkt weghitten damit. Ne? Funktioniert. Wunderbar damit. Dann haben wir noch den Stun gewählt. Ne? Funktioniert. Man kann halt aber auch die Hochexplosionsfalle wählen, ne? Dass man halt noch mehr AOE nimmt. Ne, schleudert eine Feuerfalle in den Zielbereich, der explodiert, wenn sich ein Gegner nähert, verursacht sie 4800 Feuerschaden und stößt alle Gegner zurück. Die Falle bleibt 1 Minute lang bestehen. Das ist mal für PvP, finde ich, sehr stark. Für PvE, für M+, ist es sehr, sehr schlecht, weil man möchte ja eben halt die Gegner zusammenhalten, ne? Wäre eben halt vorteilhafter. So. Das war's dann jetzt hier auf der linken Seite. Jetzt gehen wir auf die rechte Seite. Ne, da haben wir jetzt die überlegende belebende Stärken. Verringert 8 Sekunden lang den sämtlichen Schaden um 20%. Ne, das ist mal unser Dev-CD, den wir haben. Dann haben wir hier mal gesagt, verringert die Ablenkzeit von Überleben des Stärkeren. 30 Sekunden erhöht die Effektdauer um 2 Sekunden. Ne? Erhöht die 2 Sekunden und macht den Effekt auch stärker. Ne, habe ich waren wir da, genau. Der andere Skill, Überleben der Stärken, verringert den erlittenen Schaden um zusätzlich 20%. Ich habe mich dafür entschieden, weil es hält länger, Effektdauer ist länger und ist auch gleichzeitig die Applikzeit bei Sack ist mal halt verkürzt. Man kann es mal häufiger einsetzen. Das habe ich mit meinem Plus bewährt sich das mal halt sehr, sehr stark. Dann habe ich mir die Ablenkzeit noch gleichzeitig verringert. Die Ablenkzeit von Aspekt des Adlers, Aspekt des Geparden, Überleben der Stärke, Aspekt der Schildkröte. Da haben wir zum Beispiel schon drei Sachen, die wir dauerhaft nutzen. Sind gleichzeitig um 20% verringert. Dann der Heal, die Schildkröte und der Dev-CD. Besser kann es nicht sein. Dann gehen wir hier weiter runter. Freudentaumel halt euch im Verlauf von 8 Sekunden um zusätzlich 20%. Freudentaumel. Bitte? Ja, kann ich aber nichts dafür gerade. Kacke. Ja, mach ich die ganze Zeit. Ich geh immer mit der Maus dahin. Sorry. Ja, da kann ich leider nichts dafür. Das ist dann vom Discord die Probleme. Ich hoffe, man kann es aber trotzdem erkennen. Wenn ihr mal noch zusätzlich. Ja. Ne? Ja, ich kann's. Ja. Ja. Wenn es nicht gut ist, dann versuchen wir es über Twitch das zu machen. Ist auch kein Problem. Machen wir es dann nochmal da, nochmal neu. So, verjüngender Wind nehme ich dann, ne, wie ich schon vorhin gesagt habe, sobald man der Freudentaumel nutzt, das mache ich meistens bei 20-40%, haue ich ihn rein. Und dann hast du mal noch 8 Sekunden lang von der Heilung, die du gewirkt hast, kriegst du nochmal 20% zusätzlich auf die Heilung drauf, an 8 Sekunden. Ist immer halt ein schöner Heal-Effekt, den ich gerne nutze, der auch sehr gerne heilen, sehr gut ist. Fern Plus und für Raids. Wenn der Heiler gerade das nicht schaffen tut, dann erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, dass man halt mobil ist, noch mobiler ist. Trägheit mag keiner, obwohl man schon zwei Speed-Leute hat, also zwei Speed-Varianten hat, ist man trotzdem noch ein bisschen eingeschränkt, wenn man mit der Harpune nicht drankommt. So, jetzt kommen die geilen Skills. So, jetzt gehen wir erstmal hier links runter. Erhöht die kritische Trefferchance um 4%. Scharfe Sicht nennt sich der Talentbaum. Da hat man schon mal grundsätzlich 4% mehr. Dann gehen wir hier runter.
Den Schaden durch Schlangengift, Blutungen um 10%. Dieser Wert erhöht sich bei Ziel mit weniger als 30% um 20%. Das heißt, meine Blutungsschaden, Schlangengiftschaden ist um 10% erhöht. Und sobald die unter 30% der Gesundheit sind, machen sie zusätzlich nochmal 20% mehr Schaden. Und das ist einfach geil. Weil jede Bombe macht einem Blutungsschaden. Ne? Dann gibt es die Giftbombe noch, die macht ihren Giftschaden. Und dann kommt noch unsere Giftfalle noch dazu. Da kommt noch das von dem Pet noch der Giftschaden zu, wenn ich das geskillt habe. Muss ich kurz gucken. Und das ist geil. Deswegen braucht man mal eine solide Meisterschaft. So. Was mal auch sehr wichtig ist, ist Todesschadkram. Ne? Wirft einen tödlichen Schadkram auf ein aktuelles Ziel, da das rasch 7x 3000 körperlichen Schaden verursacht und auf weitere Ziele in der Nähe überspringt. Von Todesschadkram getroffen Ziel erleiden 10 Sekunden lang 10% mehr Schaden durch euch und euren Begleiter. Da heißt es spammen, spammen, spammen. Jedes Mal, wenn Schadkram Schaden verursacht, wird sein Schaden um 15% erhöht und ihr erzeugt 3 Fokus. Ist für Single Target sehr, sehr stark, ne? Weil alle 7 Schadkram gehen auf einem auf dasselbe Ziel drauf, besser gesagt. Und man macht dann halt 10% mehr Schaden und die Fähigkeit macht pro Ziel, also pro getroffen, 15% mehr Schaden. Das heißt 7 mal 15, das sind, kurz mal rechnen, das sind 70, 105% mehr Schaden, was er am Ende macht. Ne? Das heißt 100% mehr Schaden bei den 3000, es ist schon solide. Das ist schon geil. So ist ungefähr die Rechenart. So. Man kann ihm halt auch Stampede nehmen, wird aber eher für PvP genutzt. Wegen den Stun. Oder? Ruft eine Tierherde auf dem Wildnis herbei, die. Ah, nee, das ist, der wird. Bitte? Nee, das ist wirklich für PvP, Stampede. Ne? Weil das slowt die Gegner und du kriegst dein kritischer Schaden wird erhöht. Deine verlangsamt, getroffene Gegner werden um 30% verlangsamt und die kritisch Trefferschaden eurer Angriffe auf sie wird um 5 Sekunden lang um 10% erhöht. Das ist wirklich ein reines PvP-Talent. Meiner Meinung nach, Wohlberg, ne? Das ist ein reiner, für mich ist es PvP, weil wenn die Gegner auf dich zukommen, machst du Stampeter rein und dann pff, gib ihn. Ne? Zum Beispiel ein Krieger kommt auf dich zu, Rückzug, Stampeter hinterher und dann gib ihn. Dann kannst du den Pet gleich hinterher schicken mit dem Stun und in der Theorie hört sich das geil an und dann kriegt er erstmal einen ordentlichen Aua ab. So, dann gehen wir jetzt wieder hier rüber. Die arktische Boller. Mungobis hat eine Chance, einen arktischen Boller auf euer Ziel zu schleudern, das die 16.000 Frostschaden verursacht und das Ziel 3 Sekunden lang um 20% verlangsamt. Der arktische Boller trifft bis zu 4 Ziele. Deswegen haut man Mungobis drauf wie bekloppt und so kann man eben halt ein bisschen mehr AOE machen. Jetzt kommt das Geile. Explosionsschuss ist auf Abblickzeit zu halten. Ist ein Must-Have für Single und AOE. Das haut einen Schaden rein, der ist gigantisch. Ne? Feuert einen Explosionsschuss auf euer Ziel ab. Nach 3 Sekunden explodiert der Schuss und fügt allen Gegnern innerhalb von 8 Metern 37.000 Feuerschaden zu. Fügt Zielen über 5 Zielen hinaus verringerten Schaden hinzu. Ist einfach stark. Macht gut Aua. Zeige ich euch gleich, wenn ich da mal reinrotze. So, dann gehen wir von hier. Kritisch treffe euer Nahkampf und Spezialangriffe lassen das Ziel bluten und fügen zusätzlich im Verlauf von 6 Sekunden 15% des Vorschussschadens zu. Somit ist auch der Blutungsschaden gleichzeitig erhöht durch den Skill, den wir vorhin gezackt durch Schüsse, wird er nochmal um 10% erhöht. Ich habe da nur einen Punkt reingemacht, dass mal der Effekt da ist, wenn es um 30% ist, dass er noch mehr Schaden macht. Finde ich stark. Mega. So, dann gehen wir jetzt hier auf den Gift, den Schlangengift, ne? Feuert einen Schuss ab, dass euer Ziel vergiftet und ihm sofort 2078 Naturschaden sowie zusätzlich 21.000 Naturschaden im Verlauf von 18 Sekunden zufügt. Der Schaden von Schlangengift ruft bei Zielen Laternes Gift hervor. Dieser Effekt ist bis zu 10-mal stapelbar. Mungobis zerrt alle Stapeln von Laternes Gift auf und fügt dem Ziel pro Stapel 1758 Naturschaden zu. Das heißt, ich kritte manchmal so mit meinen 100 bis 120k.
Das ist der untere Skill, den ich dazu geskillt habe. Hier. Das ist die Giftinsektion. Das ist immer halt für Single Target und AOE richtig, richtig geil. Wegen der Bomben. Das erkläre ich euch jetzt gleich über den Überlebensskill. Das ist erstmal der Jäger-Standard bei Survival Hunter. Ne? Man kann den noch ein bisschen umändern, wie man gerne möchte, wie die Spielweise gerne wäre. Aber ich habe jetzt schon sehr viele M-Plus bin ich gelaufen, auch Raid bin ich gelaufen. Und da war dies gelungen. Meiner Meinung nach hat die sehr gepasst. Hat mir sehr gefallen. So, jetzt gehen wir zum Überleben. Logischerweise Raptorstoß brauchen wir. Ne? Ein wilder Schlag, der 27.348 körperlichen Schaden zufügt. Dann kommt dann die Lauffeuerbombe, schleudert eine Bombe auf das Ziel, die bei der Explosion in eine Kegelfläche im Bereich 10.700 Feuerschaden verursacht und Gegner im Lauffeuer bedeckt, das ihnen im Verlauf von 6 Sekunden 14.200 Feuerschaden zufügt. So, das ist schon mal wieder ein Dot, der sich später auch dann verändert. Kommen wir gleich dazu. Dann kommt Speerspitze. Tötungsbefehl erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von Mungobis um 25% bis zu dreimal stapelbar. Dann haben wir hier Flankenvorteil. Tötungsbefehl hat eine zusätzliche Chance von 15% sofort die eigene Abwehrzeit abzuschließen. Kombiniert mit dem, mega geil. Ne? Mit Speerspitze. So, dann, das wäre dann eben halt auch so was Ähnliches haben wie ein Krieger. Soll ja Spaß machen. Gehen wir jetzt auf die rechte Seite rüber, dass wir die Harpune nehmen. Schleudert eine Harpune auf den Gegner, die ihm 3 Sekunden lang bewegungsunfähig macht und euch zu ihm heranzieht. Dann nehmen wir die Erweiterung der Harpune, die Regel des Gefechtes. Verringert die Abblickzeit von Harpune um 10 Sekunden. Harpune verursacht 5000 körperlichen Schaden und erzeugt im Verlauf von 10 Sekunden 20 Fokus. Das Töten eines Gegners schließt die Abblickzeit von Harpune ab. Das ist es, das geile Coup dafür. Wenn man Fokusprobleme hat, kurz Rückzug, Harpune, und man regeneriert gleichzeitig wieder Fokus, und man Tötungsbefehl nebenbei und dann passt das. Dann gehen wir zu den wichtigsten Single-Target-Skill, Mungobis. Ein brutaler Angriff, der 24.700 körperlichen Schaden verursacht und euch Zorn des Mungus gewährt. Zorn des Mungus erhöht den Schaden von Mungobis für 14 Sekunden um 15% bis zu 5-mal stapelbar. Nachfolgende Angriffe erhöhen den Effektor nicht. Da hat man 14 Sekunden Zeit, Mungobis reinzuspammen, um den vollen Schaden reinzuhauen. So, am besten kombiniert ist, bevor man diese Burst-Phase reinnimmt, baut man mit Tötungsbefehl die 3 Stacks auf und dann spät man rein. Spät man wie bekloppt rein. Im Idealfall hast du schon das auf 5 hochgebaut und switcht dann und dann kannst du dann reinballern auf den zweiten Gegner. Aber das ist sehr schwierig, das so hinzutimen. Aber eine solide Schaden macht er. So, jetzt gehen wir mal hier eins rüber. Ich habe hier wir haben jetzt hier in dem mittleren Punkt einmal Schlachten, Oma oder Zerlegen. Zerlegen, ein weitreichender Angriff, der allen Gegnern vor euch 4800 körperlichen Schaden zufügt. Ziel über 15 hinaus verringert Schaden zu. Verringert die verbleibende Abwehrzeit von Lauffeuerbombe für jeden getroffenen Ziel um 1 Sekunde bis zu einem Maximum von 5 Sekunden. Ich habe mich aber für Schlachten entziehen, weil greift alle Gegner in der Nähe mit einem Wirbel auf Schlägen an, die jedem Ziel 15.246 körperlichen Schaden zufügt. Ziel über 5 Ziele hinaus verringert Schaden hinzu. Ne, verringert auch die Abblickzeit von Lauffeuerbombe für jedes getroffene Ziel um 1 Sekunde bis zu 5 Sekunden. Ist das Maximum, was du reduzieren kannst. Und du hast 3 Aufladen davon. Ich finde, das spielt sich viel, viel besser und schneller. Und macht einen enormen Schaden. Und rundum ist immer gut. So, dann gehen wir jetzt von der Lauffeuerbombe jetzt mal hier links runter. Sämtlich von eurem Begleiter verursacht Schaden ist um 10% erhöht. Sorry, kurz versprochen. Das Skill Wildheil. Dass dein Pferd ihm halt mehr Schaden verursacht. Ist auch gut. So, Blutsucher. Tötungsbefehl lässt das Ziel bluten und im Verlauf von 8 Sekunden 4000 Schaden erleiden. Für jeden blutenden Gegner innerhalb von 12 Metern wird das Angriffstempo von euch und eurem Begleiter um 10% erhöht.
Und das ist mal halt auch sehr, sehr geil. Das heißt, du hast immer 10% mehr Angriffstempo, normale Angriffstempo, also quasi kein normales Tempo, sondern die Angriffsgeschwindigkeit. Und somit durch deine Angriffsgeschwindigkeit erhöhst du automatisch auch deinen Fokus. So, jetzt gehen wir hier runter. Guerilla Attack Team. Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Ich bin zu erkältet. So, das ist das, die Passive, dass die Lauffeuerbombe zwei Aufladungen hat und die erste Explosion verursacht 50% mehr Schaden. Das ist logischerweise für AOE stark. Jetzt gehen wir eins runter. Intensive Konzentration, Tötungsbefehl erzeugt zusätzlich 6 Fokus. Ist sehr stark, sehr gut. Fokus brauchen wir immer. Jetzt gehen wir hier rüber. Verbesserte Lauffeuerbombe. Lauffeuerbombe verursacht zusätzlich 25% mehr Schaden. Zwei Skills reinhauen, logischerweise. Jetzt gehen wir in die Mitte. Rasende Schläge, Schlachten und Zerlegen verringert für jedes getroffene Ziel die verbleibende Abzeit von Lauffeuerbombe um 1 Sekunde und die von Flankenangriff um 1 Sekunde bis zu 5, maximal 5 Sekunden. So, dann haben wir noch den Flankenangriff. Ne? Ihr und euer Begleiter springt zum Ziel, schlagt gemeinsam zu und verursacht insgesamt 36.000 körperlichen Schaden, erzeugt für euch und euren Begleiter 30 Fokus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Harpune nicht ready habt, könnt ihr gleichzeitig Flankenangriff nutzen, weil der hat auch eine schöne 15 Meter Range. Da könnt ihr nochmal schneller wieder am Gegner dran sein und Fokus regenerieren. Jetzt gehen wir eins runter. Weitreisender Speer erhöht den Schaden von Raptorstoß, Mungebisch, Schlachten und Zerlegen um 10%. Mungebisch, Schlachten haben wir ja und dann machen wir damit 10% mehr Schaden. Nehmen wir auch mit. Einmal links. Dann haben wir geschärfte Waffen, verursachte kritische Treffer um 2% erhöht. Habe ich nur ein Skill reingemacht, also einen Punkt reingemacht, um eben halt hier runterzukommen. Raptorstoß und Mungobis haben eine Chance von 30% euer Ziel mit Schlangengift zu belegen. Ist gut, ne? Finde ich, weil wenn du das Ziel switchen tust und es hat noch kein Schlangengift drauf, hast du die Chance, immer Schlangengift drauf zu hauen. Ich habe diesen Skill deswegen genutzt, wegen hier, Lauffeuer-Infusion. Versetzt eure Lauffeuerbombe mit zusätzlichen Reagenzen, die ihr mit jedem Wurf zufällig auf eine folgende Verstärkung verleiht. Die Schrapnellbombe, die Pheromonbombe und die instabile Bombe. Die Schrapnellbombe, Schrapnellfragmenten durchbohren die Ziele, wodurch Mungebiss und Schlachten für 9 Sekunden eine Blutung hervorrufen, die bis zu 3-mal stapelbar sind. Ja, das heißt, sobald du die schnappst, das ist die blaue Bombe, sobald du die drauf haust, Schlachten dreimal hinterherhauen, hast einen schönen starken Blutungseffekt nebenbei noch. Und dann kannst du gleich die nächste Bombe reinballern. Ne? Pheromonbombe, es besteht eine Chance von 100%, dass die Abwesenheit von Tötungsbefehl abgeschlossen wird, wenn die Fähigkeit gegen eine Pheromon-bedecktes Ziel eingesetzt wird. Das heißt, wenn die rote Bombe da ist, das ist die rote. Besonders für Single Target ist das geil oder für die Vorbereitung für den Burst, wenn du Mungo bist. Hause dreimal den Tötungsbefehl rein, Mungo bist hinterher. Dreimal Tötungsbefehl rein, Mungo bist hinterher. Dreimal Tötungsbefehl, Mungo bist hinterher. Also dreimal Mungo bist mit jeweils erhöhtem Schaden reingeklatscht. Meiner Meinung nach ist es sehr stark. Dann kommt die instabile Bombe. Er reagiert heftig mit Gift und fügt so Zielen, die von eurem Schlangengift betroffen sind, 3079 zusätzlichen Feuerschaden zu, legt außerdem bis zu 3 Ziele mit Schlangengift. Das ist auch geil. Das Ziel, was du immer dein Fokusziel spammst, du immer mit hast du immer mit Schlangengift und dann haust du die instabile Bombe rein und das vergiftet dann bis zu 3 Ziele mehr. Das ist geil. Dann switchst du zu den nächsten, wenn du wieder den Giftbombe hast, haust du es wieder rein und somit hast du alle vergiftet. Und dann stacken sich die Gift hier hoch, ne? Das Giftentzündung stackt sich dann überall hoch und du kannst immer rüber tappen und mit 10 Stacks dann richtig schön reinhauen. Und diese Big Aura kann man über Vagio sich runterholen. Die habe ich noch nicht drauf, die muss ich mir noch runterholen. Das die zeigt. Genau. Genau. Genau.
So, dann haben wir den stärksten Burst, also quasi dein Burst-Skill, der koordinierte Angriff. Ihr und euer Begleiter stürmt euren Gegner an und fügt ihn insgesamt 20.000 körperlichen Schaden zu. Danach wird die Verbindung zwischen euch und euren Begleitern 20 Sekunden lang gestärkt, sodass der nächste Einfachangriff eures nächsten Einsatzes eine Fähigkeit ermächtigt. Lauffeuerbombe, Inzidenzschaden um 20% erhöht, tödlicher Schuss. Das Ziel erleidet im Verlauf von 6 Sekunden Blutungsschaden in Höhe von 50% des durch tödlichen Schuss verursachten Schadens. Tödlicher Schuss trifft bis zu 3 zusätzlichen Zielen, während koordinierter Angriff aktiv ist. Den Zusatzeffekt, dass die 3 Ziele extra treffen, kommt jetzt weiter unten. Dann habe ich mal noch, während koordinierter Angriff aktiv ist, ist die Ablenkzeit von Lauffeuerbahn um 50% verringert. Lauffeuerbahn erzeugt beim Verwerfen 10 Fokus. Die Ablenkzeit von tödlicher Schuss ist um 50% verringert und tödlicher Schuss kann gegen jeden Ziel unabhängig von seinen aktuellen Gesundheit eingesetzt werden. Richtig stark. Und dazu passend nehme hier Raubvögel mit. Tödlicher Schuss trifft bis zu 3 zusätzlichen Zielen, während koordinierter Angriff aktiv ist. Und deswegen ist im Halt koordinierter Angriff für mich eine der stärksten Burst-Fähigkeiten, den ich so abtime, den ich alle 2 Minuten gib ihn mache, in AOE Single Target enormer Schaden. So, dann kommen wir noch zu letzten 2 Skills, die ich geskillt habe. Tödlicher Schuss, Schlangengift, Arcana Schuss, zufälliger Schuss und Explosionsschuss verursachen 40% mehr Schaden. Ist ein Must-Have, habe ich 2 Skills reingeballert, muss sein. Dann habe ich noch dazu Zorn des Adlers, schlägt wild auf alle Gegner vor euch ein und verursacht im Verlauf von 3,3 Sekunden 84.000 Schaden, körperlichen Schaden. Kritische Trefferchance bei Zielen mit weniger als 20% Gesundheit um 50% erhöht. Für Ziele über 5 Ziele hinaus verringert Schaden hinzu. Wenn die Ablenkzeit von Tötungswürfel abgeschossen wird, verringert sich die Ablenkzeit von Zorn des Adlers um 3 Sekunden. Das heißt, wir haben hier einen Skillbaum erschaffen, der sehr viel auf Cooldown Reduction ist, wo wir uns gegenseitig durch die Lauffeuerbomben das sehr gut reduzieren können. So. Jetzt alles rein auf Kampf raus. Ich will nur, dass die Rotation sehen, wie du reingehst und auf was du achten sollst. Das erkläre ich ja dann alles. Ich mache erstmal 1-2 Minuten Damage und dann zeige ich denen, wie ich das reinmache. Oder alles klar, machen wir es anders da. Gut. Meine ersten Angriffe sind erstmal Harpune. Die habe ich mit Makro versetzt. Das ist. Zack. Makro. Wo bist du? Da. Harpune, Makro, slash Cast, Harpune, slash Cast, Schlangengift. Das heißt, wenn ich reingehe, du passt mal auf Passiv, zack. Habe ich sofort Schlangengift, meinen Dot, der da hochgeht, der dann mein Mungobist den Schaden erhöht. Und der Crit, erhöhter Crit-Schaden ist auch drauf, gleichzeitig. Deswegen habe ich schon mal Schlangengift zur Seite gemacht, brauche ich nicht mehr. So. Warten wir kurz, bis der Stack da weg ist, oder ich nehme einen anderen einfach. So. Also ich baller mit Harpune, Schlangengift, auf das ist mein Fokusziel. Hinterher haue ich direkt meinen Explosionsschuss rein. Dann kommt meine Bombe direkt hinterher. Todeschakram und dann spam ich Zorn des Adlers. Oder Schlachten. Wenn ich die blaue Bombe habe, spam ich dreimal Schlachten und dann direkt hinterher Zorn des Adlers, weil da die Chance erhöht ist, dass die Gegner dann unter 30% kommen, weil unter 30% oder nee, unter 20% mache ich ja 50% mehr Schaden durch Zorn des Adlers. Durch die spätigere Wiegaura über Vagio wird auch angezeigt, wann, wo der Proc kommt durch das Sphera-Set, was man dann später besser koordinieren kann. So. Wenn man aber, dann spammt man im Halt das, was ready ist, rein. Ne? Mit den Bomben her koordiniert das man gut und man muss mal gucken, dass man Mungobis immer schön reinhauen tut, dass der Schaden auch optional und primär da ist, noch höher ist. Man timet das dann immer halt so, dass man durch den Dot-Buff dann bei 5, zwischen 5 und 10 ist das immer solide gut, ne? Oder man switcht eben halt mit dem Target, sobald es dann zwischen 5 und 10 ist, switcht man das dann immer halt bei den ganzen Leuten, ne? Aber so schnell wie die sterben, haut man meistens nur AOE rein und dann geht der Schaden immer halt immens hoch. So, alles ist ready.
Wir fangen an. Ich aktiviere mein Twinget logischerweise. Zack. Mein Harpune mit Gipfel rein. Und dann Bomber rein. Todesstabkram. Schlachten zweimal. Wieder Tötungsschuss rein. Schlachten nochmal rein. Pheromonbombe rein. Bam. Wieder die gleiche Bombe, nur einmal diesmal drücken. Wieder alles resettet. Und dann kommt schon das Atlas rein. Fokus aufbauen. Smack. Giftbombe als Fokus aufbauen. Bombe wieder aktivieren. Also meine Explosionsschuss. Und zack. Habt ihr gesehen? Ja, ich habe gerade wieder mein Gift verlängert. Und dann seht ihr, mit meinem 93er GS bin ich, zack, man guckt, kontrolliert ja ab und zu mal, was für Gifte drauf sind. Ne, und logischerweise immer Zorn des Atlas auf Cooldown halten. Und gleichzeitig sehr gut timen. Ne? Tötungsbefehl und Explosionsschuss sowie Todesschadkram Cooldown halten. Und auch gleichzeitig gucken, dass es auch den Fokus nicht verschwendet wird. Dass man immer dadurch auch den richtigen Fokus verbraucht. Und auch den wieder wieder bekommt. So. In 10 Sekunden hören wir mal auf. So, besser gesagt, sobald hier wieder Conny der Angriff ready ist, hören wir auf. Und dann machen wir eine kleine Details-Analyse. So, und wir hören auf. Einmal auf Passiv. Da war die ganze auch auf Passiv eingestellt, aber solide 90, 92k hatten mehr gehabt. Burst von 120 bis 140k. Das funktioniert. Jetzt gehen wir ganz kurz mal hier drauf. Man sieht's, in AOE ist im halt Schlachten sehr weit oben. Und der Explosionsschuss ist auch weit oben. Das ist mal dann, und ja. Die zwei Dinger sind mal einer der höchsten AOE. Ne? In M Plus ist ab und zu mal auch der tödliche Schuss oben, weil der krittet manchmal mit 120, 100k rein auf drei Zielen. Das ist ein enormer Schaden. Zorners Atlas, wenn ihm halt der gut getimed wird, wenn er unter 20% die Gegner sind und du ihn dann reinhaust, ist er dann auch weit oben in der Liste. Und ja. Das ist so meine Rotation, die ich dann mal da so reinmache. Um die Rotation noch perfekter zu machen oder da reinzukommen, empfiehlt man Max DPS Roll, logischerweise. Der zeigt dir an, wie man das ungefähr gut spielen kann. Wo man immer drauf achten muss, ist wegen den Pheromonbomben, also die Lauffeuerbomben, die man hier hat, ne? Welche man aktiv hat, dass man genau dann auch reagieren kann. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier die Schrapnellbombe, man haut sie rein, dreimal Schlachten hinterher und dann direkt entweder die Bombe nochmal, dass man, wenn man das Gift hat, haut man das Gift rein oder man haut dann im halt den Zorn des Atlas rein. Kombiniert kann man das auch gerne mit dem Todesschadkram, dass man im halt den 10% erhöhten Schaden noch gleichzeitig hat. Ne? Also meine Variante ist immer so, ich halte die beiden immer auf Cooldown und time das immer halt mit der Schnappnellbombe hier ab, sodass im halt der Schaden immens oben ist. Explosionspfeil immer auf Cooldown halten und so timen, dass man bei der nächsten Gruppe den auch wieder in den Opener reinballern kann, weil mit den Buff, mit den Hochschießen ist es für den Tank ein immens Akkuaufbau, weil der kreditet manchmal zwischen 80 bis 120k kreditet er rein und das macht einen guten Aua und ja, sonst Mungobiss auf alle Ziele draufhauen irgendwie. Ja, mit einem Tab switchen, dass man die 10 Stacks da schön aufbrauchen kann, sodass sie nicht verloren gehen. Das, was ich jetzt gerade nicht gemacht habe, das weiß ich. Und ja, das ist so die Rota vom Survival Hunter. Flankangriff nutzt man, indem man, wenn man nicht abhauen muss vom Gegnern, kann man den, wenn man das sieht, 50% haut man Flankenangriff rein, dann hat man fast wieder voll, weil der macht guten Schaden.
und 30 Fokus bringt er dir wieder. Und ja, so ist meine Spielweise. Wenn ihr noch Fragen diesbezüglich noch habt, könnt ihr diese mir gerne nochmal stellen. Wir sind live auf Twitch und auf YouTube, könnt ihr auch die Fragen stellen, etc. Ja, das war erstmal mein Survival Hunter. Danke euch.